Ja, vielen Dank, Herr Nies, für die tollen Worte und danke auch für die schöne Begrüßung hier. Ich komme immer wieder gerne zurück ins Ländle, war ja 5 Jahre in Karlsruhe, bin ja auch gebürtiger Schwabe, ne? Studiert habe ich in Baden, ich weiß, da muss man unterscheiden hier. Genau, deswegen habe ich hier Wurzeln in beide Teile des Ländles. Ja, die deutsche Politik, wie die Energiewende und der Klimaschutz in den Sand gesetzt wird, das möchte ich hier erzählen. Ich habe ein paar Punkte, wird hier knappe Stündchen dauern. Danach haben wir auch noch Zeit, Fragen zu besprechen, zu diskutieren. Ich will am Anfang auf die Ziele einer klimaverträglichen Energieversorgung eingehen, also erstmal erläutern, was wir eigentlich wirklich machen müssten. Das ist also sehr vielen überhaupt nicht klar, schon gar nicht in der Politik. Dann die Frage, die verschiedenen Punkte, wie können wir die Wärme richtig realisieren, wie können wir den Verkehr klimaneutral gestalten, auch hier in Stuttgart ein spannendes Thema, nicht? Und den Aufbau einer klimaverträglichen Stromversorgung und zum Schluss vielleicht noch so ein paar Tipps, was man auch so zu Hause machen kann. Und das ist der Inhalt, den ich Ihnen hier präsentieren will. Gut, starten wir erstmal mit den Zielen einer klimaverträglichen Energieversorgung und ja, da möchte ich Sie einfach mal mit nach Berlin nehmen, so mit einem Bild geht es ein bisschen besser, mit der Deutschen Bahn besser nicht, die hat immer eine Stunde Verspätung, aber ich habe es gerade noch so pünktlich hier geschafft, aber zumindest mal klimaverträglich. Wir gehen von Berlin mal zurück und beginnen eine Zeitreise. Also ich möchte Sie einfach mal mitnehmen, jetzt zurück 20.000 Jahre und dann überlegen wir uns mal, wie Berlin damals ausgesehen hat und zwar so. Das heißt, wenn man das Brandenburger Tor vor 20.000 Jahren gebaut hätte, dann wäre der Baugrund dieser hier gewesen, also das waren die Ausläufer der Eiszeit. Wir haben einfach die Gletscher, die von Skandinavien hier bis nach Norddeutschland noch gelaufen sind. Heute haben wir einen Haufen Seen in Brandenburg und sagen, oh ja, schön, das sind so die Reste noch von der Eiszeit. Also, wie gesagt, die Erde vor 20.000 Jahren eine komplett andere. Also wir hätten damals auch nicht über den Brexit diskutiert. Die Meeresspiegel waren entsprechend tiefer und man hätte nach Großbritannien einfach laufen können. Also insofern, das ist den meisten gar nicht klar, dass sich die Erde auch sehr schnell ändern kann. Die Änderung der letzten 20.000 Jahre in der Temperatur sehen wir in dieser Grafik. Also hier 20.000 vor Christus, dann geht es entsprechend hoch und wir sehen, der Unterschied hier von 20.000 vor Christus bis heute im Temperaturbereich sind gerade einmal 3,5 Grad. Das muss man sich erstmal merken, wenn wir über künftige Klimaveränderungen reden, weil vielen gesagt wird, ein Grad ist ja vielleicht nicht schlimm oder 2 oder 3, wann wird es dann wirklich kritisch? Das ist, glaube ich, auch vielen auch in der Politik nicht bewusst. Und wenn wir uns einfach mal so sehen, 3,5 Grad ist der Unterschied von der Eiszeit bis heute. Also dass wir einfach sagen, 3,5 Grad ist dann sozusagen wirklich schon eine Katastrophe, dann können wir das schon mal ein bisschen besser einordnen künftig, wo wir jetzt reden, was momentan passiert. Das ist also die Situation bis 1900, die Temperatur da sogar leicht rückläufig, aber im Wesentlichen doch relativ stabil. Und dann mit dem Temperaturanstieg sind auch natürlich die Eismassen geschmolzen, auch das ist nichts Verwunderliches. Das Festlandeis dann ins Meer abgedriftet und dann hatten wir parallel zum Temperaturanstieg einen Meeresspiegelanstieg. Und den sehen Sie hier in der Grafik, also wir sehen sehr schön mit der Temperatur, was ja logisch ist, etwas zeitverzögert kommt das Wasser und wir hatten also hier etwa 120 Meter Meeresspiegelanstieg seit der letzten Eiszeit. Und wie gesagt, die Nordsee, was ich vorhin schon erwähnt hatte, 50, 60 Meter tief im Schnitt, war komplett trocken. Also hier eine komplett andere Situation da war. Das heißt, die Erde verändert sich und wir sehen also, was für dramatische Veränderungen es durchaus hier geben kann. Was interessant ist, wenn wir hier mal den längerfristig zurückliegenden Zeitraum ausblenden. Also wenn wir uns einfach nochmal den Zeitraum 5000 vor Christus bis heute anschauen und da sehen wir, dass die Temperatur und der Meeresspiegel enorm stabil gewesen sind. Das heißt, wir haben hier fast stabile Meeresspiegel, blau und rot, die Temperatur hat sich auch verändert, aber wenn wir hier gucken, das geht hier um 2/3 Grad Celsius. Das heißt also, in den letzten 7000 Jahren hatten wir Temperaturänderungen nur im 1/10-Grad-Bereich und de facto keine Meeresspiegeländerungen. Und das sind einfach enorm stabile Zustände und diese Zustände sind meines Erachtens wichtig für die Entwicklung von Hochkulturen. Wenn Sie immer vor dem Meer weglaufen müssen, dann haben Sie keine Sorge, sich um Kultur zu kümmern. Dann sitzt man nicht hier und hält irgendwelche Vorträge, sondern baut sein Haus ab und zieht ein bisschen weiter. Könnte man jetzt so meinen, naja, die Griechen haben schon mal so einen Riecher gehabt hier, nicht, was so kommen könnte, haben dann ihre Bauten etwas höher gelegt. Aber wenn wir jetzt einfach mal zum Beispiel Venedig uns anschauen, die Blüte im Mittelalter, wie wäre so eine Entwicklung möglich gewesen, wenn in 100 Jahren die Meeresspiegel um 1, 2 oder 3 Meter ansteigen? Das heißt also, solche Entwicklungen, die hätten gar nicht den Lauf nehmen können. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir in der Art, wie wir hier sitzen, nur sitzen, weil wir diese stabilen Bedingungen, wie wir auf der Erde sie gehabt haben, auch wirklich hier gesehen haben.
Und jetzt wissen wir, dass wir momentan dabei sind, diese Stabilität wesentlich zu gefährden und zerstören, indem wir einfach fossile Energieträger verwenden. Und das können wir hier sehen. Also das war der Temperaturverlauf bis zum Jahr 1900. Und nun haben wir den Anstieg bis 2016. Also wir sehen, was jetzt hier in den letzten gut 100 Jahren passiert ist. Das sieht erstmal vielleicht noch gar nicht so dramatisch aus, aber ich glaube, man braucht kein Klimaforscher zu sein, um zu sehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, also es gibt Leute wie Donald Trump, die den Treibhauseffekt leugnen, die leugnen, dass irgendetwas passiert, aber einfach aus Sicht der Wissenschaft, wenn ich so etwas habe, dann muss man eine Erklärung dafür haben. Das heißt, es ist ein radikaler Bruch. Und wir sehen vor allen Dingen die Geschwindigkeit, wie die Temperatur steigt, in einem nie dagewesenen Tempo, wenn wir das in den letzten 20.000 Jahren uns zurückvergleichen. Nun können wir sagen, naja, was soll dieses eine Grad, wenn wir uns jetzt nochmal vor Augen führen, dass der Unterschied von der Eiszeit bis heute gerade einmal 3,5 Grad sind, dann haben wir de facto jetzt schon eine Drittel Eiszeit on the top oben drauf gepackt. Also das ist das, was der Klimawandel uns bisher schon beschert hat. Ja, also das ist die Situation. Wir sehen auch, wenn wir genau hinsehen, auch heute schon Folgen. Also die Eismassen in der Arktis, die schmelzen relativ schnell. Also wir haben eine Eisschmelze hier in der Arktis, etwa die Hälfte des arktischen Meereises ist schon verloren gegangen. Hier sehen wir eine Aufnahme von der NASA von 1979. Hier haben wir also hier den Nordpolarbereich. Hier ist der Nordpol, Grönland, hier haben wir Kanada, Russland. Und das ist die durchschnittliche Eisbedeckungslinie hier in den 80er Jahren. Das ist die gleiche Aufnahme 2012. Dass wir also schon mal sehen, was hier de facto eigentlich passiert. Das ist nicht der Klimawandel, der kommt. Das ist schon dieses eine Grad, was wir verursacht haben, was also heute schon entsprechend die Auswirkungen hat. Und es finden nicht alle schlimm. Die Russen waren ja schon mal vor Ort vom U-Boot und haben unten am Nordpol die Flagge gehisst. Mit dem Motto, wenn das mal aufgetaut ist, gehört das uns. Kommt dann so die Flagge nach oben. Dann ist das also Russland. Ja, ansonsten muss man sich momentan auch noch gar nicht so große Sorgen machen, weil das Eis, was hier verschwindet, ist Meereis. Das heißt, es ist schwimmendes Eis. Wenn Sie zu Hause einfach mal ein Glas nehmen, leckeres Getränk rein und einen Eiswürfel reinwerfen und mal schauen, was passiert, wenn der Eiswürfel taut, dann werden Sie feststellen, der Meeresspiegel im Glas wird einigermaßen stabil bleiben. Problematisch wird es erst, wenn Sie anfangen, weitere Eiswürfel reinzuwerfen. Irgendwann läuft ihnen dann das über, dann haben sie die Sauerei. Und das ist das, wenn hier das Festlandeis dazu kommt. Also wenn das Eis abtaut, was sich hier auf Grönland befindet, dann haben wir hier im Prinzip das Festlandeis. Und wenn das in das Meer sich ergießt, dann ist das leichter, als wenn sie zusätzliche Eiswürfel in ihr Glas reinwerfen. Und wir können einfach ausrechnen, Grönland ist die Eisbedeckung enorm dick, stellenweise bis zu 3 Kilometer Eis übereinander. Und wenn dieses Eis sich abtaut und auf die Meere verteilt wird, gehen wir davon aus, Grönland eisfrei bedeutet etwa 7 Meter Meeresspiegelanstieg. Das war also erstmal schon eine Hausnummer haben, was entsprechend solche Veränderungen bedeuten können. Ja, wir haben auf der anderen Seite auch eine Zunahme von Wetterextremereignissen. Also ich komme ja aus Berlin, wir hatten vor 4 Wochen extreme Regenfälle, 100 Liter Regen, Niederschlag in 36 Stunden. Normalerweise gibt es 600 Liter im Jahr, also das heißt, dass auch das sind Ereignisse, auch das ist ganz normale Physik. Also die Luft wird wärmer, sie kann mehr Wasser aufnehmen und dann kommt natürlich einfach an gewissen Stellen auch einfach wieder mehr runter. Das ist also, lässt sich auch nicht aushalten. Auch in Baden-Württemberg hatten wir ja hier diese Ereignisse letztes Jahr. Also insofern, es häuft sich. Auch das kann man sehen, wenn man genauer hinschaut, wenn man es sehen will. Also das ist ganz klar. Das ist die Situation, wie gesagt, wie wir sie heute haben, etwa 1 Grad plus. Und nun können wir mal versuchen, in die Zukunft zu schauen. Das ist nicht ganz so einfach, weil da muss man versuchen, Modelle zu machen. Modelle können auch Fehler haben und deswegen stürzen sich immer alle auf die Klimaforscher und sagen, naja, das, was ihr sagt, so genau könnt ihr das ja gar nicht sagen. Aber selbst wenn die Hälfte davon wahr wird, wir können uns das mal anschauen, wird es dramatisch sein, nämlich die Klimaforscher sagen uns momentan mit ihren Modellen, bei Business as usual wird die Temperatur bis Ende des Jahrhunderts um etwa 4 bis 5 Grad angestiegen sein. Also wenn Sie sich diese Kurve anschauen und dann nochmal in Relation zur Eiszeit sehen, ich glaube, da braucht man wirklich kein Klimaforscher sein, da braucht man nur ein bisschen gesunden Menschenverstand zu haben, um zu sehen, dass das auf Dauer nicht gesund sein wird. Und die Frage ist einfach nur, wann fängt die blaue Linie an, der roten zu folgen? Also auch das ist die Frage, die wir uns hier stellen müssen.
Das Gemeine dabei ist wahrscheinlich, dass diejenigen, die das verursacht haben, es nicht mehr mitkriegen, dass die blaue Linie massiv ansteigt. Also das heißt, das ist das Schlimme an dem Treibhauseffekt, dass wir einen Schaden verursachen, den unsere Kinder und Enkelkinder im Wesentlichen dann ausbaden müssen. Jetzt kann ich Ihnen mal ein bisschen Angst nehmen, genau, also mehr als 60 Meter plus werden wir nicht erreichen können. Ja, also das heißt, das mit dem Meeresspiegel ist nach oben begrenzt. Also insofern, Stuttgart wird nicht untergehen. Berlin liegt auf 33 Meter, also da muss man ein bisschen gucken. Holland. Muss man ein bisschen schauen. Ja, ohne Holland fahren wir zur WM, nicht? Also das ist auch dann irgendwann mal künftig. Die Leute reagieren relativ unterschiedlich auf diese Aussagen mit dem Meeresspiegel. Also immer, wenn ich in Süddeutschland unterwegs bin, vor allem so in Bayern, da sagt man, ja moi, da ist man relativ entspannt. Ich hatte auch schon mal einen Vortrag in Elmshorn, die liegen 3 Meter über Null, also die werden schon bei den Grafiken davor ziemlich nervös. Also insofern ist auch das Problem, der Treibhauseffekt wird natürlich einzelne Regionen sehr stark treffen, andere ein bisschen weniger, und das ist das Problem. Aber wir müssen uns natürlich die Gedanken machen, wie können wir im Wesentlichen die Küstenstädte schützen. Auch das wird auf Zukunft für Stuttgart ein Problem sein, nicht weil es nur eine Küstenstadt ist, wenn wir gleich sehen, sondern da haben wir natürlich hier eine vernetzte Welt in Deutschland, und wir müssen uns natürlich die Frage stellen, wie können wir die Städte schützen, weil etwa 100 Millionen Menschen leben in einem Bereich, der zwischen 0 und 1 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Das heißt also, wenn die Meeresspiegel, wir brauchen ja nicht über 60 Meter oder sowas reden, wenn die Meeresspiegel bereits um 1 Meter ansteigen, werden 100 Millionen Menschen ihren Lebensraum verlieren. Und was werden die machen? Die werden natürlich auf die Reise gehen. Die werden natürlich nicht sagen, okay, ist ja nur bis hierhin, ich bleibe hier. Also, sondern sie werden natürlich versuchen, irgendwo anders Fuß zu fassen. Und das ist natürlich die Sache, wenn wir jetzt sehen, wie schlecht die deutsche Gesellschaft schon mit vergleichsweise wenigen Flüchtlingen zurechtgekommen ist. Und wenn wir das Ganze mal verzehnfachen, dann kann man sich überlegen, wo die wahre Sprengkraft des Klimawandels liegt. Das ist nicht unbedingt mal ein Starkregen oder steigende Meeresspiegel, sondern es ist ein enger Planet, wo der Planet die Leute komplett anders verteilt durcheinander würfelt, weil die Lebensräume, die sie momentan haben, künftig so nicht mehr bestehen werden. Und das ist das, was mir eigentlich am meisten Sorgen macht. Wir sehen an anderen Gebieten hier zum Beispiel, dass die Wasserversorgung auch gefährdet ist. Also das heißt, nicht nur die Küstenregionen haben ein Problem, das ist eine Aufnahme hier in Kalifornien. Die haben also in den letzten Jahren massive Trockenheit gehabt, also über 3-4 Jahre so gut wie gar keinen Regen. Und im reichen Amerika gab es durchaus Häuser, die kein Trinkwasser mehr hatten. Das heißt also, da konnte die Trinkwasserversorgung in einzelnen Gebieten nicht mehr sichergestellt werden, da musste dann der Tanklaster kommen. Also bereits sowas findet heute statt. In den ärmeren Ländern, da, was ist dann die Situation, wenn die Leute kein Wasser mehr haben, sie müssen wegziehen, weil sie einfach dort keine Überlebenschance mehr haben. Die kommen dann bis nach Europa, für uns sind das dann Wirtschaftsflüchtlinge, weil wir einfach sagen, okay, aus Armut, aber natürlich die Hauptursache ist heute durchaus schon im Klimawandel. Wir sehen jetzt in Afrika derzeit auch Hungersnöte, auch dieses Jahr schon wieder, wurde jetzt im Frühjahr gesammelt, etwa 100 Millionen Menschen wieder betroffen. Auch das eine Folge des Klimawandels, weil natürlich in Gebieten, die vorher immer viel Regen hatten, der Niederschlag ausbleibt und wir auch hier Probleme haben. Auch diese Leute werden sich auf die Reise machen. Und ich habe jetzt eine Statistik jüngst gesehen, die mich selber sehr überrascht hat. Wir haben 2016 mittlerweile schon mehr Klimaflüchtlinge weltweit als Kriegsflüchtlinge. Das ist also wirklich interessant. Wir hatten 196 Millionen Klimaflüchtlinge zwischen 2008 und 2016. Und alleine im Jahr 2016 sind 23,5 Millionen Menschen aufgrund klimatischer Veränderungen geflohen. Die meisten davon kommen gar nicht zu uns nach Deutschland, deswegen fällt uns das gar nicht so auf. Also gerade in China gab es, glaube ich, auch 1 Million Menschen, die ihren Lebensraum verändern mussten. Die bleiben in der Regel im eigenen Land, aber es sind auch dort dann schon Klimaflüchtlinge. Wir haben im Vergleich dazu gut 10 Millionen Kriegsflüchtlinge 2016 gehabt. Das heißt, wir haben mittlerweile schon doppelt so viele Klimaflüchtlinge wie Kriegsflüchtlinge. Das heißt, wenn wir wirklich über Flüchtlingszahlen reden, das heißt, wer wirklich die Flüchtlingszahlen reduzieren will, der muss das Klima schützen und nicht diskutieren, wie wir irgendwo Mauern bauen, nach Amerika, nach Mexiko, nach Österreich. Also insofern, das ist das Wichtige, weil da ist die wahre Ursache der Klima, der Flüchtlingszahlen, und da müssen wir ran, wenn wir das nicht weiter vorantreiben. Gut, wir müssen den Anstieg hier begrenzen. 5 Grad Celsius ist ja noch nicht Gott gegeben. 1 Grad haben wir schon. Wenn wir uns jetzt verändern, wenn wir das Ganze versuchen in den Griff zu kriegen, dann können wir die Temperatur niedriger halten. Die Klimaforschung sagt eigentlich, so 1,5 Grad ist so das Größte, was man eigentlich noch einigermaßen verantworten kann.
Das heißt, das wäre schon fast eine halbe Eiszeit obendrauf. Wir werden Veränderungen sehen, aber die Veränderungen werden noch halbwegs überschaubar sein, was den Meeresspiegelanstieg betrifft, was die Extremniederschläge betrifft. Das heißt also, das wäre sozusagen das, was man sagen kann, okay, das ist zwar auch noch schon nicht toll, aber das ist das, womit man vielleicht noch leben kann. Aber wir sehen, der Unterschied ist da nicht mehr hoch. Also das heißt, das ist den meisten gar nicht bewusst, dass wir also hier wirklich sehr, sehr schnell die Notbremse ziehen müssen. Und was eigentlich mich sehr gefreut hat, dass wir 2015 zum ersten Mal einen wirklich interessanten Beschluss gefasst haben, den Pariser Klimaschutzbeschluss. Viele Klimaforscher regen sich darüber auf und sagen, naja, das ist ja auch nur Papier, wo jeder was verspricht, weil es gibt keine Strafen, es gibt keine Ziele für konkrete Länder. Aber trotzdem ist es relativ interessant, weil alle Länder, jetzt mit Ausnahme von Russland und Russland ist nicht dabei, noch zwei, drei andere Länder und USA scheren jetzt wieder aus, haben sich aber trotzdem alle anderen Länder, selbst Saudi-Arabien, Ölförderländer, haben sich darauf geeinigt zu sagen, okay, wir haben ein Problem und wir zielen auf eine Begrenzung der Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius und wir versuchen möglichst 1,5 Grad Celsius zu erreichen. Also das heißt, man hat hier wirklich die Sorgen der Klimaforschung aufgegriffen und ernst gemeint und gesagt, okay, wir bekennen uns dazu, dass wir dieses Ziel erreichen wollen. Die Maßnahmen sind nicht genannt, aber jeder Staat hat jetzt unterschrieben, auch die deutsche Bundesregierung, der deutsche Bundestag hat dieses Abkommen völkerrechtlich ratifiziert. Das heißt, Deutschland hat unterschrieben, dass wir alles Mögliche dafür tun werden, die globale Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Daran kann man jetzt die Politiker messen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei. Vorher konnten wir immer sagen, naja gut, wir machen ja Klimaschutz, die Amerikaner machen viel weniger. Und dann haben die Amerikaner gesagt, aber die schlimmen Chinesen. Und so hat man den Ball immer hin und her gemacht. Und so steht, ihr habt selber versprochen, ihr müsst euren Anteil, jedes Land muss den eigenen Anteil dazu liefern, die 1,5 Grad zu begrenzen. Wir werden gleich mal sehen, was das für Deutschland bedeuten würde als Industrieland. Und alle Staaten unternehmen eigene Maßnahmen, berichten regelmäßig über Fortschritte und die schwachen Staaten kriegen Unterstützung von den Starken. Das ist das, was Donald Trump am meisten gestört hat, dass amerikanisches Geld irgendwo zum Beseitigen der amerikanischen Klimaschäden genutzt werden soll. Okay, aber darüber kann man streiten. Jetzt ist das Problem, wenn wir mal in die Klimaberichte wieder reinschauen, was dürfen wir denn noch machen, um überhaupt die 1,5 Grad zu erreichen? Und auch da ist wieder die Physik, das heißt also, sieht so aus, dass wir ein Budget haben, das Haupttreibhausgas ist Kohlendioxid, Kohlendioxid reflektiert die Wärmestrahlung. Das heißt, die Solarstrahlung kommt auf die Erde muss die Strahlung wieder ins Weltall abgeben, die gleiche Menge, sonst würde sie sich aufheizen. Und nun haben wir das Problem, dass Kohlendioxid in der Atmosphäre wirft die Strahlung, die Erde ins Weltall werfen kann, wieder zurück. Je mehr Kohlendioxid wir haben, desto mehr Wärmestrahlung wird reflektiert und desto wärmer wird es. Dann kann man einfach ausrechnen. Und die Klimaforschung sagt, um etwa 1,5 Grad Ziel mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu erreichen, dürfen wir, da unten steht es auf dem Rand, 2250 Gigatonnen, also 2250 Milliarden Tonnen an Kohlendioxid ausstoßen. Das klingt erstmal sehr viel. Das Problem dabei ist, 1950 Gigatonnen hat die Menschheit mittlerweile schon in die Atmosphäre gepustet. Und wenn wir das 1,5 Grad Ziel noch erreichen wollen, haben wir noch ein Budget von 300 Gigatonnen. Das heißt, wir dürfen gerade einmal 300 Gigatonnen noch in die Atmosphäre entlassen. Dann wird die Temperatur wahrscheinlich über die 1,5 Grad ansteigen. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Emissionen jetzt linear zurückgehen, dann wäre dieses Budget im Jahr 2031 erschöpft. Dann kann man sagen, okay, die Modelle haben vielleicht noch ein paar Fehler, ein paar Ungenauigkeiten, geben wir ruhig noch mal ein paar Jahre drauf, dann müssen wir allerdings spätestens 2040 auf Null sein. Das heißt, wenn wir den Klimaschutz ernst meinen und das ernst meinen, was der Deutsche Bundestag beschlossen hat, dass wir 1,5 Grad Erwärmung möglichst nicht überschreiten, müssen wir zwischen 2030 und 2040 mit den Emissionen auf Null sein. Das heißt, dann dürfen wir keine Kohle, kein Erdöl und kein Erdgas mehr nutzen. Das ist die Aussage, die wir aus Sicht der Klimaforschung jetzt einfach mitgeben können. Das heißt, wer A sagt, muss auch B sagen. Man kann nicht einfach sagen, wir machen 1,5 Grad und tun nichts. Das heißt, daran muss man sich jetzt messen lassen. Und was das bedeutet, das werde ich erzählen. Schauen wir erstmal, was die Bundesregierung plant. Es gibt einen deutschen Klimaschutzplan. Und dem steht drin, wir wollen den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur deutlich unter 2 Grad Celsius halten und streben eine Begrenzung auf 1,5 Grad Celsius an. Das klingt erstmal gut, das ist genau das, was man unterschrieben hat, das Ergebnis des Pariser Klimaschutzabkommens. Das heißt, die Bundesregierung bekennt sich auch in ihrem Klimaschutzplan ganz klar zu dem Klimaschutzabkommen von Paris. Wäre auch peinlich,
Frau Merkel geht ja auch immer offiziell hin, jetzt auch wieder jüngst, liest den Herrn Trump die Leviten und sagt, wir wollen jetzt auch dieses Ziel erreichen. So, wenn man weiterliest, wird es also schon wieder ein bisschen interessanter. Und dazu hat die Bundesregierung beschlossen, die Treibhausgasemissionen bis 2050 im Vergleich zu 1990 um 80-95% zu vindern. Sie erinnern sich, was ich gerade über den Klimaschutz gesagt habe? Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel aus Sicht der Klimaforschung ernst meinen, dann müssen wir zwischen 2030 und 2040 100% einsparen. Das heißt, wir haben ein Ziel und wir haben Maßnahmen dazu, mit denen das Ziel schon mal gar nicht zu erreichen ist. Gut, geschenkt, also wir können überschlagen, man wird etwa auf 2-2,5 Grad hinlaufen. Das liegt damit, dieses Ziel ist gar nicht neu. Dieses Ziel hat schon die Frau Merkel beschlossen, als sie unter Herrn Kohl Umweltministerin war. Also schon damals hat man Klimaschutzziele gemacht und dieses Ziel hat man nicht mehr angepackt und verändert. Damals war die politische Leitlinie aber, die Temperatur auf gut 2 Grad zu begrenzen und nicht auf 1,5. Also insofern hat man das Ziel gelassen und einfach gar nicht angepasst an die neuen Erfordernisse. Schauen wir uns mal an, was wir machen müssten. Das sind die Kohlendioxidemissionen in Deutschland 1990. 2040, irgendwann 2030, 40 müssen wir auf Null zurückkommen. Das ist das, was wir eigentlich machen müssen. Das sind die Ziele der Bundesregierung. Also wir wollen 80-95% CO2 einsparen bis 2050. Momentan gibt es Studien, die auch untersuchen, was denn passieren würde, wenn wir die 80% nicht schaffen, sondern es eher 70 oder 60%. Also auch daran arbeitet die Bundesregierung schon, weil sie selber das Vertrauen macht. Aber wir sehen, auch damit kommen wir schon nicht auf Paris raus. Andererseits wäre ich ja schon froh, wenn wir die rote Linie treffen würden, nämlich die Realität sieht so aus. Das heißt, jetzt klingt das ja immer ganz gut. Ja, 40% hat Herr Mies auch gesagt, Einsparung, wir sind ja schon bei 35. Jetzt muss man anschauen, was die Ursache ist. 1990 bis 2000, sehen Sie, ging es relativ steil runter. Damals hatten wir die Wiedervereinigung. In Ostdeutschland ist die Wirtschaft zusammengebrochen. Ich habe mal ausgerechnet, wenn wir Frankreich und Bulgarien wiedervereinigen, Bulgarien ist auch die Wirtschaft zusammengebrochen, haben wir auch einen CO2-Preis. Klappt auch mit Frankreich und Ungarn oder mit USA und Russland. Ja? Also das heißt, das ist kreative Buchführung, das ist kein Klimaschutz. Das heißt, hier werden einfach 2 Staaten zusammengepackt, wo einer gleichbleibende CO2-Emissionen hat, einer stark rückläufige und dann haben wir den Effekt. Das heißt, der reale Rückgang, den wir haben, ist erst seit 2000 zu sehen, das ist die Energiewende. Und wenn wir das Tempo, was wir haben, einfach linear fortsetzen mit dem heutigen Energiewendetempo, dann kommen wir etwa der blauen Linie entlang, dann sind wir da hinten beim Flügel bei Null, etwa im Jahr 2150. Das heißt, das Tempo der deutschen Energiewende geht im Jahr 2150 auf Null zurück. Die Bundesregierung möchte eigentlich irgendwann 2050 auf 95% sein und wir bräuchten eigentlich 2040 Null. Dann kann man hoffen, dass die Opposition vielleicht ein bisschen besser ist. Die Bündnis 90 Grünen haben jetzt einen 10-Punkte-Plan veröffentlicht und die Grünen fordern jetzt 2050 auf Null zu sein. Auch damit wird das 1,5-Grad-Ziel nicht zu erreichen sein. Wir werden wahrscheinlich noch unter 2 Grad bleiben, aber die 1,5 Grad auch schon reißen. Aber auch das ist ja relativ unwahrscheinlich. Das heißt, wir haben momentan keine im Deutschen Bundestag vertretene Partei, die entsprechende Ziele formuliert hat, mit denen das Pariser Klimaschutzabkommen, die Temperatur möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, einzuhalten ist. Das muss man erstmal für Deutschland bekennen. Und insofern finde ich es immer so ein bisschen absurd, dass alle auf Donald Trump schimpfen und sagen, das ist irgendwie ganz schlimm. Und dann muss man sich, glaube ich, wer im Glashaus sitzt, sollte da nicht mit Steinen machen. Wir müssen uns eigentlich erstmal an die eigene Nase fassen und können eigentlich erstmal so arrogant über Amerika urteilen, wenn wir zu Hause die Hausaufgaben legen oder wir schon mal Ziele formulieren, die irgendwie nicht widersprüchlich mit sich sind. Gut, das heißt also, die Frage, die wir jetzt stellen müssen, warum klappt das nicht? Können wir den globalen Trend umkehren und bis 2040 eine Energieversorgung ganz ohne Erdöl, Erdgas und Kohle aufbauen und das Klima retten? Ich möchte einfach mal hier die Frage in den Raum setzen. Ist ja warm hier, haben wir extra gemacht, damit Sie den Klimawandel schon ein bisschen spüren können. Genau. Aber glauben Sie, dass wir es hinkriegen können, bis 2040 weltweit eine Energieversorgung aufzubauen, die ganz ohne Erdöl, Erdgas und Kohle auskommt? Wer glaubt, dass wir es hinkriegen können? Oi. Technisch oder gesellschaftlich? Nee, hinkriegen, egal wie. Also weltweit? Weltweit, ja natürlich. In Deutschland reicht ja nicht. Okay, also so vielleicht geschätzte 10% wären das jetzt gewesen. Relativ interessante Frage. Ich stelle Ihnen mal eine andere Frage. Wer von Ihnen hat ein Smartphone? Trauen Sie sich? Genau. Gut, also von einem weiß ich, dass er keins hat. Genau, also insofern haben wir hier vielleicht 95% gerade gesehen. Ich stelle die gleiche Frage nochmal, wer von Ihnen hat vor 20 Jahren ein Smartphone gehabt? Ja, jetzt ist es spannend.
Das heißt, ich habe vorhin die Frage gestellt, wer glaubt daran, dass wir es in 23 Jahren hinkriegen können, eine Energieversorgung hinzukriegen, die CO2-neutral ist. Es geht um die Rettung des Planeten und wir müssen von etwa 15% auf 100% kommen. Beim Smartphone ist es geklappt, nicht in 20, sondern in 10 Jahren von 0 auf 95% zu kommen. Das heißt, es kann klappen, eine Technologie von fast 0 auf 100 sogar in 10 Jahren durchzusetzen. Dann kann man sagen, okay, Handy, das ist ja irgendwie Spielzeugkram, vielleicht außerdem stimmt das alles nicht, das ist viel zu billig. Und schauen Sie mal, es gibt viele Haushalte in Deutschland, die mehr für Telekommunikation ausgeben, wie für Strom. Das heißt also, wenn wir die Kosten uns anschauen, die wir für den Aufbau des Mobilfunk und des Internets gehabt haben, liegen die in der ähnlichen Dimension, die wir für die Energiewende brauchen. Also auch da ist die Frage. Das heißt, wir können es schaffen, eine Technologie in 10 Jahren von 0 auf 100 zu bringen. Wir können es auch bezahlen. Warum klappt es nicht? Weil wir alle nicht daran glauben, dass wir es schaffen können. Das heißt, es ist einfach nur eine Frage im Kopf. Die Technologie ist da, wir können es einsetzen, wir können es auch bezahlen, nur wir müssen es schaffen, dass die Bevölkerung es will und dran glaubt. Und das ist der wesentliche Knackpunkt. Und Sie hatten schon gefragt, gesellschaftlich, das ist die Problem. Die Technik, das machen die Ingenieure, bezahlen kann das reiche Deutschland das auch, nur wir müssen schaffen, dass wir daran glauben. Also das ist einfach die Frage, die wir klären müssen. Wollen wir den Planeten retten oder nicht? Und sind wir auch bereit, die nötigen Schritte zu gehen? Das ist Deutschland momentan offensichtlich nicht. Das ist also vollkommen das Problem. Und dazu müssen wir natürlich, die Zeit wird immer knapper, es versuchen zu realisieren. Ein Technologiedurchbruch ist durchaus möglich, haben wir gesehen. Also ich habe nochmal rausgeguckt, wir haben in Deutschland mittlerweile 128 Millionen Mobilfunkanschlüsse. Jeder zweite Deutsche kann mit sich selber telefonieren. Das sind Sachen, die sieht man selbstverständlich hin. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass das von unten kommt. Ja, wenn die Frau Merkel oder Herr Kohl sich damals hingesetzt hätte und sagt, jeder Deutsche hat in 10 Jahren ein Handy, dann hätte das ähnlich gut geklappt wie mit den Elektroautos. Das heißt, wir müssen es schaffen, die Energiewende auch in der Bevölkerung zu verwurzeln von unten. Und das ist das Problem. Das heißt, ein Technologiedurchbruch muss möglich sein. Und man muss die Fantasie auch mal spielen lassen. Ja, wenn ich meiner Großmutter vor 20 Jahren erzählt hätte, dass heute die Leute ausgehen werden, sich Telefone für 1000 D-Mark kaufen würden, dann hätte ich gesagt, ich habe doch eins für 30. Also wer ist denn so verrückt und gibt 1000 D-Mark für ein Telefon aus, ja, 500 Euro. Also heute ist das gang und gäbe. Also das heißt, es verändert sich auch einiges und diese Veränderung, da müssen wir drauf bauen. Und wir müssen einfach schauen, dass wir das, die Energiewende zum Man to the Moon Projekt machen. Also glauben Sie, dass die Amerikaner jemals angekommen wären auf dem Mond, wenn die so, wie wir mit der Energiewende vorangehen, die Mondlandung gemacht hätte? Also auch, was ich jetzt wieder gehört habe. Vor 2 Wochen hatte ich eine Diskussion mit dem brandenburgischen Energieminister. Der hat gesagt, so, das klappt alles nicht mit der Energiewende, wir müssen jetzt erstmal 10 Jahre forschen. Das wäre so ähnlich, als die Amerikaner damals gemacht hätten, ja, wir bauen jetzt keine Mondrakete, wir müssen jetzt erstmal 20 Jahre forschen. Genau, lassen wir den Russen den Vortritt. Also dann werden wir, also hätte das ja alles nicht funktioniert. Wir müssen schauen, dass es ein Man-to-the-Moon-Projekt wird und dann wird es auch funktionieren. Kommen wir, Fazit zur deutschen Klimaschutzpolitik. Das heißt, um unseren Klimaschutzverpflichtungen gerecht zu werden, dann brauchen wir hier bis 2040 die Nullreduktion. Ich denke schon, dass wir das schaffen können. Momentan sieht es nicht so aus, aber manchmal klappt es dann doch schneller, als man klappt. Also man denkt, das heißt, man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Aber ganz klar, unsere Politik ist momentan nicht in der Lage, sie hat den Klimaschutz versprochen, ist aber nicht in der Lage, die nötigen Maßnahmen einzuleiten. Und das wird nur klappen, wenn wir es in einer Demokratie, ja glücklicherweise noch, wenn die Bevölkerung hier den entsprechenden Druck macht, weil ohne den Druck von unten bewegt sich die Politik nicht. Und das ist das Wichtige. Und dann müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Solange hier vom Volk aus nicht der Druck aufgebaut wird, wir wollen das Klima retten, wird es nicht gerettet werden. Schauen wir uns mal an, was wir machen müssen. Dass wir einfach auch mal hier die einzelnen Punkte sehen. Hier sehen wir die Aufteilung der Treibhausgasemissionen, der Kohlendioxidemissionen in Deutschland, wo die herkommen. 46% aus der Energiewirtschaft. Also das ist im Wesentlichen die Stromerzeugung und dort im Wesentlichen die Kohleverstromung. Wie gesagt, vor 2 Wochen mit dem brandenburgischen Energieminister eine Veranstaltung gehabt. Die wollen in Brandenburg noch die nächsten 30, 40 Jahre die Kohle verstromen. Dann können sie Pariser Klimaschutzabkommen aufgeben, weil wenn wir das hier nicht wegkriegen, dann haben wir sowieso keine Chance, das zu retten. Also der Kohleausstieg muss her, da müssen wir auch noch drüber reden. Dann haben wir andere Gebiete, Gas, Gewerbe, Haushalte, Industrie und Verkehr. Und dann kann man hier diese unteren Bereiche, da wird im Wesentlichen Wärme verbraucht, da ist der Verkehr und das ist der Strom. Also da kann man so sehen, das sind also die 3 Bereiche, wo das Kohlendioxid anfällt, Strom, Verkehr und Wärme. Und wir werden uns jetzt diese 3 Bereiche mal näher anschauen, um zu sehen, was wir da für die Energiewende und den Klimaschutz machen müssen. Fangen wir an, Aufbau einer klimaverträglichen Wärmeversorgung. Das heißt, was müssen wir dort tun?
Und auch hier schauen wir uns mal die verschiedenen Energieträger für die Raumwärme an. Deutschland hat 23% Erdöl. Deutschland hat 49% Erdgas. Deutschland hat so gut wie keine eigenen Erdöl- und Erdgasvorkommen mehr. Also alleine das ist ja schon absurd. Das heißt, wir haben eine Energiepolitik, eine Energieversorgung, die darauf basiert, dass irgendjemand uns Erdöl und Erdgas liefert. Also auch diese Abhängigkeit ist ja schon alleine das auf Dauer nicht wirklich sinnvoll. Dann haben wir Kohle, Strom, Fernwärme, Biomasse, Solarthermie und Wärmepumpen. Das ist die Versorgung und wir sehen, das Größte ist grau, das heißt also fossil, das heißt direkt fossile Energieträger sind 74%. 570 Terawattstunden, 570 Milliarden Kilowattstunden, das ist genauso viel, wie wir Strom verbrauchen. Wir fokussieren uns bei der Energiewende auf den Strom. Wenn wir den Strom komplett umgestellt haben, haben wir das gleiche Problem nochmal bei der Wärmeerzeugung. Und das müssen wir uns überlegen, wie kommen wir dahin? Und hier gibt es verschiedene Wärmemöglichkeiten, die künftig noch zugelassen sein sollten. Das erste wäre die Biomasse, also Verbrennen von Holz. Auch da kann man sagen, das ist endlich in Deutschland, weil einfach nicht genug Holz da ist, um alle damit zu beheizen. Wir können Tiefengeothermie machen, 2-3 Kilometer in die Tiefe bohren, da kriegen wir dann 60-80 Grad, auch das geht, ist aber relativ teuer wegen den Bohrungen. Wir können Solarthermie verwenden, die üblichen Solarkollektoren, ja, das geht, da haben wir genügend Potenziale. Oder wir können jetzt hier eine elektrische Wärmepumpe einsetzen, die mit Strom heizt, wenn dieser Strom aus Solar- und Windkraftanlagen kommt. Oder wir können hier Brennstoffzellen oder Gasheizungen verwenden, aber wir dürfen kein Erdgas mehr verwenden. Sondern wir müssen schauen, dass dieses Gas vorher irgendwie auf Basis erneuerbarer Energien erzeugt wird. Das sind die Möglichkeiten, wie wir künftig noch heizen dürfen. Und alle anderen Möglichkeiten, alle anderen scheiden aus Klimaschutzgründen aus. Auch diese Botschaft muss man machen. Werden wir nochmal gleich drüber diskutieren. Ja, das heißt, was müssen wir dann tun? Hier sehen wir nochmal die Aufteilung, grau fossile Energieträger. Nun kann man hier versuchen, diese Erneuerbaren auszubauen. Biomasse, habe ich gesagt, ist begrenzt. Da sind wir mittlerweile an den Kapazitätsgrenzen, mittlerweile vom Holz langsam angekommen. Da geht nicht mehr so viel. Wir können die Solarthermie, die Tiefengeothermie, den Ausbau verfünf- oder verzehnfachen. Dann tut sich einiges, aber bis 2040 werden wir das Problem nicht lösen. Das heißt, wie kriegen wir das Ganze dann gelöst? Und hier haben wir gesehen, also gibt es aus unserer Sicht für die Wärmeversorgung in dem kurzen Zeitraum nur die Chance, das mit Strom aus Solar- und Windenergie zu machen. Das heißt also, wir werden im Wesentlichen auf elektrische Heizungssysteme setzen müssen und dann mit Solar- und Windenergie heizen, weil die anderen Systeme hier im Prinzip von Potenzial her begrenzt sind. Wir gucken uns das Ganze mal an, wie wir dann also Häuser beheizen können. Heute unsanierter Altbau, hier sieht man nicht 30.000 Kilowattstunden. Und wir haben normalerweise eine Gasheizung. Das ist das, was die meisten haben. Also relativ Gebäude aus den 80er, 90er Jahren vielleicht, Gasbrennwertkessel. So, und was wir jetzt machen können, technisch, das sieht erstmal sehr gut aus. So, wenn man sagt, ja, wir nehmen jetzt Gas und dieses Gas können wir ersetzen durch erneuerbares Gas. Das funktioniert, indem wir jetzt Strom nehmen, Solar- oder Windstrom, das in eine technische Anlage schaffen. Das ist erst eine Elektrolyse, das kennt man so aus der chemischen Physik, da kommt Wasserstoff raus, den Wasserstoff kann ich weiter umwandeln in Methan und dieses Methan kann das Erdgas 1:1 ersetzen. Das heißt, das geht technisch, gibt es heute schon Anlagen, ist erstmal kein Problem. Das Problem, was wir dabei haben, dass wir hier am Anfang 46.000 Kilowattstunden an erneuerbarem Strom hier reinstecken müssen, um das Haus zu heizen. Durchschnittlicher Haushalt, ein Familienhaus braucht 4.000 bis 5.000 Kilowattstunden. Das heißt, wir würden auf diese Art und Weise den Strombedarf verzehnfachen. Also wir gesagt haben, das ist zwar technisch möglich, aber nicht der Königsweg für Deutschland, so werden wir es wahrscheinlich nicht hinkriegen. Das heißt, was wir erstmal machen müssen, wir müssen dämmen. Das heißt, wir müssen gucken, dass der Wärmebedarf runtergeht. Dann geht natürlich auch der Strombedarf runter, aber es bleibt immer noch relativ viel übrig. Und deswegen ist unsere Aussage, die wir jetzt auch in der Untersuchung gemacht haben, dass wir künftig auf ein elektrisches Heizungssystem eine Wärmepumpe gehen müssen. Eine Wärmepumpe hat die Chance, dass wir einen Hebel haben. Das heißt, wir können mit Strom heizen und die Wärmepumpe nutzt dann auch Umgebungswärme. Das heißt, aus einer Kilowattstunde Strom kann ich 3 Kilowattstunden Wärme machen und dann kriege ich das gleiche Haus, wo ich hier vorher fast 50.000 Kilowattstunden gehabt habe, nach Dämmung und mit Wärmepumpen mit 5.000 Kilowattstunden geheizt. Damit kann ich den Strombedarf enorm runterkriegen und diese Menge, die kann ich auch locker mit Solar- und Windstrom bereitstellen. Dann, wenn wir das wirklich so flächendeckend machen, ist die Wärmeversorgung eigentlich kein Problem. Man muss nur schauen, dass die Gasheizung und die Ölheizung rauskommen. Wir müssen die Gebäude gescheit dämmen, Erhöhung der Sanierungsrate, ganz wichtig.
Wir brauchen das Ende der Installation von Öl- und Gasheizung. Da kann nichts, also Öl und Gas ist fossil, wird importiert, also volkswirtschaftlich schon sinnvoll, nicht sinnvoll und für die Energiewende schon gar nicht. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir aus diesen Technologien rausgehen. Dann kann man sagen, kann ein Industrieland es sich erlauben, Öl- und Gasheizung zu verbieten? Norwegen hat es gerade gemacht, die Ölheizung zu verbieten als Ölförderland. Also das heißt, wenn Norwegen es machen kann, warum schafft es Deutschland nicht? Dänemark hat schon vor einigen Jahren im Neubau Öl- und Gasheizung verboten. Dänemark hat ein höheres Pro-Kopf-Einkommen als wir. Das heißt also, es geht durchaus in Industrieländern, man muss es wollen. Und in Deutschland gibt es hier nicht mal Ansätze dazu. Das heißt, wir kriegen in Deutschland, wenn Sie das geschickt machen, können Sie sogar noch eine Förderung kriegen, wenn Sie eine neue Ölheizung einbauen. Und das ist eigentlich wirklich absurd, dass wir also hier Energieträger fördern, die dann auch noch für den Import von Öl verantwortlich sind. Also das zeigt, wie absurd eigentlich die Energiepolitik ist. Wir müssen aber auch schauen, dass in den Gebäuden Solarenergie reinkommt. Wenn wir in den Städten schauen, da ist ganz wenig Solarenergie dran. In San Francisco gibt es eine Baupflicht. Wenn Sie ein neues Gebäude haben wollen, müssen Sie einen Teil des Daches mit Solaranlagen belegen. Warum kriegen wir das in Deutschland nicht? Und wir müssen natürlich auch die Wärmepumpen optimieren, wenn wir die technisch reinführen. Da sehen wir auch aus Sicht der Wissenschaft dann noch einiges an Optimierungspotenzial. Und natürlich, wenn wir mit elektrisch heizen, muss der Strom 100% erneuerbar bis 2040 sein. Auch das ist erstmal wichtig und das müssen wir. Gut, das heißt, das wäre der Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, Aufbau eines klimaverträglichen Verkehrs. Das heißt also, auch hier müssen wir schauen, dass wir rausgehen aus Öl und Gas. Gas gibt es wenig, aber im Wesentlichen Öl, wo wir dann also Benzin und Diesel haben. Welche Alternativen haben wir? Die eine Alternative, die lange hier Rot-Grün auch forciert hat, waren Biotreibstoffe. Bei Biotreibstoffen kann man einen Dreisatz machen und sagen, wenn ich jetzt alle landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland nehme, um Biomasse anzubauen, reicht die Fläche nicht aus, um die Treibstoffe zu ersetzen. Also die Potenziale sind begrenzt, macht deswegen nicht so viel Sinn. Wir können dann Strom nehmen, aus dem Strom Methan oder Wasserstoff erzeugen. Das geht, dann ein Elektroauto betanken, das wäre eine Möglichkeit. Oder die dritte Möglichkeit wäre, direkt elektrisch zu fahren, also ein Batterieauto zu nehmen oder mit Leitungen. Das wären also hier die drei Möglichkeiten, wie wir zukünftig uns mit normalen Autos bewegen können. Wir sind ja jetzt hier in Stuttgart im Autoland sozusagen. Geht natürlich, man kann auch laufen und Fahrrad fahren, bevor mich da jemand kritisiert. Natürlich ist das immer noch die bessere Variante. Gut, aber schauen wir uns erstmal an, Biomassepotenzial. Wir haben in Deutschland 38 Milliarden Liter Dieselverbrauch und wir haben mal ausgerechnet, wenn Sie die gesamte landwirtschaftliche Fläche in Deutschland nehmen, 18,5 Millionen Hektar und dort Biodiesel anbauen, dann kriegen Sie einen Ertrag von etwa 1000 Liter pro Hektar und wir kriegen 28 Milliarden Liter Biodiesel. Das heißt, wenn wir nur noch Biodiesel in Deutschland anbauen, dann können wir nicht mal die Automobilflotte betanken und können dann nichts mehr essen. Genau das war jetzt der Vorschlag von, wer war das, Herr Müller, glaube ich, gerade. Letzte Woche ging das durch die Sache und sagte, man darf den Dieselbetrieb hier, den Dieselmotor nicht irgendwie ad absurdum führen, den kann man noch ein bisschen sparsamer machen und dann können wir alternative Treibstoffe einsetzen. Gut, also insofern interessant, wie wir das machen sollen, fand ich eine relativ interessante Auskunft. Diesen Dreisatz hat man wahrscheinlich bei den Automobilherstellern in Deutschland noch nicht gemacht. Also das heißt, technisch funktioniert das einfach nicht mit alternativen Treibstoffen. Und dann haben wir natürlich hier auch in Stuttgart ein sehr sensibles Problem. Natürlich auch andere Umweltbelastungen, gar nicht nur Treibhausgase. Ich habe mal rausgeguckt, was also hier der Verkehr hier deutschlandweit ausstößt. Kohlendioxid 160 Millionen Tonnen. Gut, das ist das Treibhauspotenzial. Dann haben wir Stickoxide 490.000 Tonnen. Wir haben Feinstaub 33, Kohlenmonoxid 800.000 Tonnen. Also das heißt, das ist das, was der Verkehr jedes Jahr in Deutschland ausstößt. Und das sind Stoffe, die so in dieser Menge nicht gesund sind, muss man ganz einfach sagen. Wofür führt das? Also auch da kann man sehen, also wir kriegen Herzinfarkt, Lungenerkrankungen, Schlaganfall, das sind die Sachen. Und wir gehen davon aus, dass wir in Deutschland in etwa 7000 Todesopfer pro Jahr durch den Straßenverkehr haben. Allerdings nicht durch Verkehrsunfälle, sondern durch die Schadstoffe. Das heißt, in Deutschland ist es doppelt so wahrscheinlich, dass sie durch ihren Auspuff sterben, wie durch einen Verkehrsunfall. Also das ist die Situation und ich finde es einfach absurd, wie das abgebügelt wird hier in der Diskussion. Stellen Sie sich mal vor, hier würden in Deutschland irgendwie 7000 Leute auf der Straße erschossen, was dann also hier in Deutschland los wäre. Naja, da kriegt jetzt einfach mal, das Problem ist, das wäre natürlich sehr dramatisch, das wären schöne Bilder für die Bildzeitung, das würde man sehen und dann irgendwie würde man auch reagieren. Hier fällt einer mal vom Fahrrad, hat irgendwie einen Herzinfarkt, der andere hat einen Schlaganfall, der andere hat Asthma.
hätte er vielleicht auch so gekriegt, vielleicht hat er auch mal Stress gehabt, war das nun das Dieselauto, man kann es nicht mehr zuordnen. Aber wir wissen aus Untersuchungen, dass wir in etwa in dieser Größenordnung mit Todesopfern zu reden haben. Und auf Stuttgart runtergebrochen rechnen wir mit etwa 100 Schadstofftoten hier in Stuttgart pro Jahr. Und wenn wir jetzt so sehen, was für eine Hysterie mit dem islamistischen Terror hier in Deutschland ist, und wenn wir so sehen, wie relaxed alle Leute bei den Verkehrstoten sind, wir hatten letztes Jahr, habe ich nachgeschaut, 14 Todesopfer durch islamistischen Terror in Deutschland, 100 Todesopfer durch Schadstoff in Stuttgart. Oder andersrum ausgedruckt, durch die Verkehrspolitik in Stuttgart sterben jährlich 7-mal so viele Menschen wie durch den islamistischen Terror. Auch das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das heißt, was muss man machen? Also wenn man wirklich die Schadstofftoten vermeiden will, dann kommt man an Fahrverboten und Elektroautoquoten gar nicht vorbei. Das heißt, das muss man ernst meinen und hier werden wirklich zugunsten der Automobilindustrie einfach Unmengen an Todesopfern jährlich in Kauf genommen und die Bevölkerung, ist ja auch ein bisschen mit beteiligt. Man fährt ja selber Auto, ich nehme mich davon raus, mangels Alternativen und dann hat man einfach das Problem. Das heißt, hier müssen wir gucken, dass der Druck aufgebaut wird, dass hier was gemacht wird und zwar schnell. Es geht wirklich um das Leben hier der Bevölkerung und nicht irgendwie um irgendwelche grünen Spinner und Ziele. Es ist ja wirklich ein Problem, was wir da haben. Ja, was brauchen wir im Verkehrsbereich? Also ich habe mich sehr gewundert, dass die Grünen sich nicht getraut haben, 2025 zum Ende der Neuzulassung für Elektroautos zu machen, weil mit dem Sie haben ja 2030 beschlossen. Herr Kretschmann glaubt nicht, dass wir bis dahin ein paar Steckdosen bauen können. Genau, also daran, das war ja so seine Sache, nicht? Also die Energiewende wird scheitern, weil Deutschland nicht Steckdosen bauen kann. Ich bin Elektrotechniker. Ich habe mich da ziemlich in der Ehre gekränkt gefühlt, dass Herr Kretschmann nicht glaubt, dass wir in 13 Jahren einige tausend Steckdosen errichten können. Also und damit dann die Elektromobilität entsprechend dann scheitert. Ja. Also Fahrverbote ab 2025, das ist ein einfacher Dreisatz. Wenn wir wissen, dass wir 2040 CO2-neutral sein müssen für das Pariser Klimaschutzabkommen, ein Auto lebt 15 Jahre, dann müssen Sie 2025 das letzte Auto bauen oder Sie müssen später mit Abwrackprämien die Autos nachträglich aus dem Verkehr ziehen. Das heißt, jedes Auto, was wir nach 2025 bauen, wird sehr, sehr viel Geld dann kosten, es vorzeitig wieder stillzulegen oder wir reißen die Klimaziele. Also das heißt, auch das ist hier einfach prädestiniert. Also auch hier haben sich die Grünen nicht das getraut zu sagen, was man eigentlich machen müsste. Wir brauchen natürlich Steckdosen, ja, also eine Ladeinfrastruktur, aber wie gesagt, ein Technologieland wie Deutschland, also daran wird es nicht scheitern, dass wir da ein paar Kabel verlegen und Steckdosen zu machen. Das ist eher eine Frage, das irgendwie hinzukriegen, logistisch und finanziell, also abrechentechnisch, aber also an der Technik kann es nicht machen. Die Frage, was machen wir mit dem Güterverkehr? Da ist natürlich ganz wichtig, auch auf die Schiene zu gehen, ja. Aber nun haben wir das Problem, dass über 90% des Güterverkehrs schon auf der Straße stattfinden und wir werden es nicht hinkriegen, in 20 Jahren das Schienennetz so auszubauen, um alles auf die Schiene zu verlagern. Das wäre eigentlich sehr schön. Und dann ist die Lösung, die wir eigentlich dann präferieren, dass wir sagen, okay, wir elektrifizieren die Autobahn. Das heißt also, was bedeutet das? Wir machen auf der rechten Spur eine Oberleitung und es werden nur noch elektrische LKWs zugelassen, die hier sich oben einklinken können und fahren. Wir haben es mal überschlagen, alle Autobahnen in Deutschland zu elektrifizieren, kostet ungefähr 30 Milliarden Euro. Das ist jetzt nicht wenig, aber für die Rettung der Hypo Real Estate Bank haben wir 50 Milliarden ausgegeben, also im Vergleich dazu, das wäre sogar noch eine Investition hier im eigenen Land. Also es wäre durchaus bezahlbar, aber auch das muss man machen. Immerhin gibt es hier zwei Teststrecken jetzt in den nächsten 2 Jahren in Deutschland, dass man das mal ausprobiert, das ist schon mal ein Schritt. Aber das dann flächendeckend durchzusetzen, glaube ich, traut sich auch keiner, hier wird auch erstmal geforscht. Ja. Im Schiffs- und Flugverkehr, da brauchen wir alternative Treibstoffe. Das, was die Automobilindustrie eigentlich für sich nehmen will, um die Ziele hinzukriegen, brauchen wir allerdings für den Flug- und Schiffsverkehr, weil jedes Flugzeug, was wir heute bauen, lebt noch 40 Jahre. Und da werden wir es nicht schaffen, die elektrisch umzurüsten. Das geht also, das wird technisch nicht möglich sein mit den bestehenden Flugzeugen. Und deswegen werden wir da dann alternative Treibstoffe einsetzen müssen und die wenigen, die wir haben, wirklich zielgerichtet dort einsetzen, wo wir nicht können. Und der Strom natürlich für den ganzen Elektromobilitätskram, der muss natürlich auch erneuerbar erzeugt werden. Gut, das wäre erstmal der Verkehrsbereich. Schauen wir uns dann die Stromversorgung letztens an. Also letzter Punkt hier in den Dreiklang für die Energiewende, wie sieht die Stromversorgung aus? Und wir sehen die Stromversorgung hier, der Strombedarf steigt von 1990 bis 2015 leicht an. Ich hatte letztes Jahr eine Diskussion mit dem Staatssekretär Herrn Barke im Energiebereich, war auch sehr interessant und dann hat man ihn auch gefragt, wie er sich die Energiewende vorstellt und er sagt jetzt erstmal Efficiency first. Das heißt also, der Stromverbrauch geht runter. Ich sage, ja, ist gut.
pro Quadratmeter werden die Fernseher ja wirklich sparsamer, nicht? Wenn er dann natürlich daher doppelt so viel Quadratmeter hat, dann hilft ihm das nicht so sonderlich viel. Und das ist das Problem, warum der Stromverbrauch halt nach oben geht. Deutschland ist ein reiches Land, wir haben immer mehr Geräte und alle Spareffekte wurden in der Vergangenheit aufgefressen. Dann kann man sagen, wenn sich die Bundesregierung anstrengen würde, nur extrem sparsame Geräte an die Leute zu bringen, könnte man auch davon ausgehen, dass der klassische Strombedarf runtergeht. Aber ich habe ja gesagt, wir müssen natürlich den Verkehr wesentlich elektrisch gestalten. Dann wird der Strombedarf natürlich erheblich ansteigen. Aber wir müssen in den Werbebereich gehen, wo es schon Widersprüche gab, im Wesentlichen elektrisch machen. Auch da wird der Strombedarf ansteigen. Worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist die Industrie. Die soll ja weiter produzieren, aber ohne Kohle, Erdöl und Gas. Das wird sie dann auch wieder elektrisch machen. Und dann machen wir das Ganze, hatten wir ja schon gesagt, im Wesentlichen mit Solar- und Windstrom. Und wenn wir Solar- und Windstrom haben, dann schon mal vorab die Frage, die wir gesehen haben, werden wir natürlich auch 2-3 Wochen im Jahr haben, wo wir weder Sonne noch Wind haben oder so gut wie keine Sonne und kein Wind. Dafür brauchen wir Speicher und diese Speicher werden Verluste produzieren. Auch die muss ich vorher in Form von Solar- und Windstrom vorher bereitstellen und erzeugen. Und dann gehen wir davon aus, wenn wir 2040 CO2-neutral werden wollen, wird in Deutschland der Stromverbrauch in etwa sich verdoppeln. Das heißt also, das wäre die Kurve, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen ernst meinen, mit dem Strombedarf in Deutschland, weil andere Optionen, CO2-neutral zu werden, haben wir nicht wirklich. Schauen wir mal an, was die Bundesregierung derzeit plant. SPD und CDU, die ist ja so runtergefallen, die CDU, aber die gehört damit dazu. Also, das sind hier die Ziele derzeit des Ausbaus erneuerbarer Energien. Wir haben jetzt in den verschiedenen Farben, dunkelblau ist Wasserkraft, grün ist Biomasse, hier hellblau ist Wind an Land, Wind offshore und Photovoltaik. Das sind die Sachen. Und das sind die Ausbauziele, 2,9, 2,5 Gigawatt pro Jahr, die die Bundesregierung hat. Und wir haben einfach mal ausgerechnet, was würde passieren, wenn wir die nächsten 25 Jahre genauso viel bauen, wie die Bundesregierung derzeit als Ziel sich vornimmt. Und dann würde der Anteil erneuerbarer Energien sich in etwa so entwickeln. Das heißt, wir kommen dann auf 27%, also die Ziele, die die Bundesregierung hat, 80% CO2-Einsparung, also selbst diese rote Linie, wenn Sie sich dann noch zurückerinnern, die ist absolut absurd, die werden wir mit dem niedrigen Zubau hier nicht einhalten können, nicht mal annähernd. Das heißt also, auch die werden wir hier ganz klar verfehlen. Warum? Die deutsche Politik hält an der Kohle fest. Deutschland ist noch vor China das größte Förderland von Braunkohle. Das ist den meisten gar nicht klar. Das heißt, wir haben so die zwei Seelen an unserer Brust. Auf der einen Seite die Kohle, von der wir nicht lassen können, und auf der anderen Seite die erneuerbaren Energien, die wir ja vielleicht ein bisschen wollen, aber dann nicht durchsetzen können. Und das heißt ja immer sowohl als auch. Das geht nicht. Entweder oder. Und das ist das Problem und diese möchte man politisch so lange wie möglich rauszögern. Also wie gesagt, bis in Brandenburg, wo man bis zum Jahr 2050 möglichst noch die Braunkohle hier verstromen möchte, weil es sind in Deutschland 22.000 Arbeitsplätze in der Braunkohle hängen. Mehr sind es nicht. Aber es sind wahlentscheidende Arbeitsplätze. Man geht davon aus, dass in Brandenburg die Landtagswahl durch die Braunkohle entschieden wird. Und deswegen wird sich keine Landesregierung in Brandenburg zum Beispiel trauen, gegen die Braunkohle zu stellen. Wenn wir den Klimaschutz aber ernst meinen, brauchen wir einen Kohleausstieg bis 2030. Und ich habe ja dann hier in Süddeutschland immer sehr viel mit Windkraftgegnern zu tun, die Windkraftanlagen nicht so gerne mögen, Baden-Württemberg und Bayern. Ich würde sie dann gerne mal nach Brandenburg einladen. Also hier stand auch mein Haus. Das ist immer die Frage, wenn man dann Windkraftanlagen nicht so sehr schön findet, muss man auch die Alternative akzeptieren. Wir haben in Deutschland mittlerweile 110.000 Menschen umgesiedelt und ihnen das Haus weggenommen, enteignet, um hier die Kohle zu fördern. Das ist die Kehrseite, wenn wir hier erneuerbare Energien nicht dezentral vor Ort und keine Windkraftanlagen hier entsprechend auch im Ländle errichten. Ja, was müssten wir machen? Erstmal schauen wir uns mal noch die Opposition an. Bündnis 90, die Grünen. Die haben auch Ziele vereinbart oder beschlossen mit dem Ausbau erneuerbarer Energien, Solar- und Windstrom. Die sind deutlich besser, was die Bundesregierung möchte. Wäre auch anders sehr traurig für die Grünen als Umweltpartei. Aber es reicht auch nicht. Also wir sehen, wir kommen vielleicht auf die Hälfte erneuerbar. Auch damit werden wir das Pariser Klimaschutzabkommen nicht einhalten können. Also auch hier sehen wir wieder, die Grünen haben auch keine Ausbauziele, mit denen wir hier das Klima entsprechend hier retten können. Ja, was müssen wir machen? Wir müssen noch mehr zulegen. Also Windenergie, ganz klar, die Energieträgerquelle Nummer 1. Man wird sie auch in Bayern und Baden-Württemberg bauen müssen. Also das ist auch hier die Energiewende ohne Windkraft in ganz Deutschland wird nicht funktionieren, weil wir dann nicht wissen, wo wir den CO2-neutralen Strom herkriegen. Also das ist auch ganz klar eine Botschaft. Das heißt, wir werden hier einiges brauchen, in etwa 200 Gigawatt Wind.
Das heißt, das bedeutet, dass wir dann bei 200 Gigawatt Wind etwa 2% der Landesfläche für Windkraftanlagen verwenden müssen. Man wird sie sehen, aber es wird nicht überall stehen. Nicht? Also 2% der Landesfläche, das wäre ungefähr für Windgebiete ausgemacht. Und wir werden einiges auch im Offshore hinstellen müssen, also auch in der Nordsee relativ viele Windkraftanlagen. Dann die Frage, selbst wenn wir die Windenergie sehr stark ausbauen, was wird die Lücke schließen? Und das muss die Solarenergie machen. Das ist den meisten gar nicht klar. Also bei Windkraft werden wir früher oder später eine Akzeptanzgrenze haben. Wir werden nicht überall alle Standorte schließen können. Es gibt Widerstände, man muss sie auch ernst nehmen. Also an einigen Stellen ist es auch wirklich vielleicht, dass man mal eine Windkraftanlage nicht baut. Das müssen wir dann allerdings mit der Photovoltaik auffangen. Und wir müssen hier deutlich mehr zubauen, als wir das heute machen oder Faktor 10 entweder zulegen. Ja, die Frage, wo kommt der Strom dann her, wenn mal der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint? Auch die müssen wir natürlich beantworten. Wir haben hier Solar- und Windenergie, wir haben dann Speicher, die wir brauchen. Wir werden zwei Arten von Speichern sehen. Erstmal kleinere dezentrale Speicher auf Batterietechnik. Da tut sich momentan sehr viel. Wir haben also hier Zehntausende von Batteriespeichern, die derzeit schon in Haushalten verbaut werden. Die reichen für die Speicherung von dem Tag in die Nacht. Also für einen Tag kann man speichern. Länger wird man mit Batteriespeichern nicht machen, weil es zu teuer wird. Wir können dann auch über Elektroautos einiges machen. Also so ein Elektroauto, wenn Sie einen Tesla, das ist jetzt so das Nonplusultra haben, mit dem Speicher können Sie theoretisch auch 3 Tage Ihren Strombedarf zu Hause decken. Also da kann man sich einiges vorstellen, dass man in Mobilität und Haus verzahnt, aber auch da kommen wir nicht über die 14 Tage. Das heißt, um die 14 Tage zu überbrücken, da kommen wir jetzt doch zu der Gasspeichertechnologie. Das heißt, wir nehmen dann Überschüsse aus Solar- und Windstrom, wandeln diese in Gas um. Das wird dann in großen Gasspeichern gespeichert. Und wenn dann wirklich der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint, dann verstromen wir das zurück und dann machen wir das raus. Das heißt, wir werden Gas verwenden als Stromspeicher, aber zum Heizen ist dieses wertvoll erzeugte Gas zu schade. Und deswegen ganz wichtig, Power to Gas ja, ganz klar, aber für die Stromspeicherung primär. Der Vorteil dabei ist, dass die Speicher schon da sind. Was Sie hier sehen, ist der größte deutsche Speicher. Das ist der Gasspeicher Rheden, der in Niedersachsen ist. 4,4 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Und wenn wir dieses Gas nehmen würden und Strom daraus erzeugen, könnten wir mit dem gespeicherten Gas 2 Wochen am Stück die komplette deutsche Stromversorgung sicherstellen. Das heißt, der Speicher ist schon da. Was noch fehlt, ist die Möglichkeit, Solar- und Windstrom in Gas umzuwandeln und wieder zurückzuverwandeln. Das heißt, diese technischen Anlagen, die müssen wir aufbauen, aber das Speicherproblem an sich ist hier durchaus auch für längere Zeiträume gelöst in Deutschland. Das heißt, die technischen Möglichkeiten sind bekannt. Schauen wir uns also an, Steigerung des Solarzubaus um den Faktor 10. Dann haben wir Windenergie, brauchen wir nochmal Steigerung um etwa Faktor 2 bis 3, also nicht zurückfahren, wie das derzeit die Bundesregierung macht. Wir müssen über einen Kohleausstieg bis 2030 nachdenken. Wir brauchen Speicher, ganz dringend, weil sonst klappt das nicht mit der Energieversorgung. Und wir brauchen bis 2040 100% erneuerbare Energie. Ja, das sind die Hausaufgaben. Die Frage ist, was wir vielleicht noch dann die Energiewende von unten machen können. Das heißt, die Energierevolution im Eigenheim. Das heißt, es geht ja wirklich darum, hier um die Lebensgrundlage unserer Kinder, wie wir gesehen haben. Die Energiewende ist notwendig, weil es wirklich hier um das Überleben unseres Planeten geht. Und es klappt nicht mit einer lauen Energiewende, wie wir es in Deutschland haben. Wir brauchen im Prinzip eine Energierevolution. Und ich finde also, das sind für mich so richtige Revolutionäre. Das heißt also, eine Revolution, die muss von unten kommen, also wirklich vom Volk. Wir müssen das entsprechend machen, weil ich glaube nicht, dass die Regierung es von oben beschließen wird, auch wenn sie wüsste, was man tun muss. Der Riesenvorteil, den wir haben, ist, dass Solarenergie mittlerweile billig geworden ist. Sie sehen also, hier 2004 haben wir für Photovoltaik im Haushalt noch fast 60 Cent die Kilowattstunde bezahlen müssen, damit die Anlage wirtschaftlich gelaufen ist. Und dann sind die Preise runtergefallen. Wir brauchen jetzt etwa 12 Cent pro Kilowattstunde noch. Das heißt also, Photovoltaik ist um den Faktor 5 billiger geworden und das in nicht mal 15 Jahren. Also das ist die Situation und das ist das Schöne. Und da habe ich auch gesagt, das ist doch eine Riesenchance, weil im gleichen Zeitraum staubt der Haushaltspreis immer mehr an. Schiebt man jetzt den Erneuerbaren in die Schuhe, aber wir sehen auch schon, bevor die Energiewende gemacht ist, ist der Strom angestiegen. Da hat sich nur keiner drüber aufgeregt, da hat man nur kassiert. Jetzt regt sich jeder drüber auf und dann haben wir ein paar künstliche Sprünge noch drin. Aber de facto ist das Tempo des Anstiegs des Strombedarfs eigentlich seit 15 Jahren etwa konstant. So. Und dann sehen wir, dass wir einen Vorteil haben. Das heißt, der Strom wird immer teurer werden. Warum soll das sich ändern? Warum sollte da ein Bruch drin sein? Der Solarstrom wird immer billiger werden. Dafür sorgt gerade China.
Und dann haben wir einen riesen Vorteil, dass es immer interessanter wird, den Strom selber zu verbrauchen. Zu sagen, ja, ich kann mir meinen Strom billiger selber zu Hause machen, als im teuren Netz einzukaufen. Und das ist doch eine wirklich tolle Situation, dass man sagt, also die Situation wird immer besser und wir kriegen hier richtig die Geschwindigkeit, den Drive drauf, den wir für die Energiewende brauchen. Das heißt, die Systeme verändern sich. Früher hat man ein Photovoltaikmodul gehabt und hat den Stromwechselrichter dann hier ins Netz eingespeist. Nun fangen wir an und packen eine Batterie dazu. Die Leute sagen, oh, der Strom ist ja billiger, wenn ich mir selber mache. Ich speichere auch tagsüber noch Strom rein und hole ihn nachts raus. Das heißt, die Speicher, wo die Energiewende sagt, die sind viel zu teuer, die bauen die Leute einfach jetzt selber. Einfach so, weil sie das wollen. Wir haben 40.000 Batteriespeicher in Deutschland, die gebaut wurden von Einfamilienhäusern, die sonst niemand errichtet hätte. Das heißt, da funktioniert die Energiewende. Und die Leute bauen auch die Wärmepumpen. Das heißt, wir packen da jetzt hier eine Heizung dazu, die elektrisch funktioniert. Ein Speicher, eine Heizung und dann eine Wärmepumpe, wo wir den Solarstrom hier elektrisch umwandeln können. Das sind also die Systeme, auch die werden schon gebaut. Irgendwann kommt die Elektromobilität hoffentlich noch dazu. Spätestens, wenn die Fahrverbote hier in Stuttgart kommen. Und dann haben wir hier nochmal, wie gesagt, die Erzeugungsseite, die Batteriespeicherseite und auf der rechten Seite dann die Wärmeseite. Und das wird alles gekoppelt werden. Bei Ihnen zu Hause, das ist wirklich eine spannende Sache. Sie werden Ihr eigener Energieversorger. Und dann haben wir zuerst die Möglichkeit, den Strom direkt zu verbrauchen. Wir haben als zweite Möglichkeit, den Strom zu speichern und in dritter Möglichkeit können wir den Strom hier umwandeln in Wärme, die Temperatur zum Beispiel erhöhen oder die Raumtemperatur. Das heißt, wenn Sie zu viel Solarstrom haben, dann brauchen Sie den gar nicht ins Netz einzuspeichern, dann wird einfach Ihr Wohnzimmer mal durch die Regelung 1-2 Grad wärmer und wenn die Sonne mal nicht scheint, sinkt die Temperatur ab. Auch da können wir wahnsinnig viel Strom dann zwischenpuffern, technisch total einfach zu realisieren und eine sehr günstige Lösung. Und was wir mal gemacht haben, wir haben mal geschaut, wie viel Prozent kann ich in Deutschland selber decken. Wir haben einen modernisierten Altbau. Das wäre also hier die Lösung Nummer 1. Auf der rechten Seite haben wir ein ganz effizientes Haus. Und jetzt haben wir die Größe der Photovoltaikanlage variiert. 4, 7 und 10 Kilowatt. 10 Kilowatt sind ungefähr so 60, 70 Quadratmeter. Das ist ungefähr so die Größenordnung. Also von ein paar 20 bis 60 Quadratmeter die Photovoltaikanlage. Und dann sehen wir, dass wir hier, naja, das ist jetzt ein bisschen traurig, nur 20-30% des Stroms, den wir brauchen, selber erzeugen können. So, das ist Stand der Technik. Jetzt kann man den Stand der Technik einfach verbessern. Das haben wir mal gemacht, wie wir gesagt haben. Also die modernen, viele Wärmepumpen, elektrische Heizung laufen rund um die Uhr. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn ich mit Sonne heizen will. Also, was macht man? Wir schalten einfach nachts die Heizung aus. Klingt erstmal sehr banal, aber das ist bei vielen Heizungen derzeit noch nicht Stand der Technik. Damit treiben wir den Solaranteil schon mal um 10 Prozentpunkte nach oben, den wir selber nutzen können. Und wenn wir jetzt noch einen Batteriespeicher dazu packen, dann kann es bei einem optimal gedämmten Haus in Deutschland klappen, dass 60% des Stroms für Heizung und für den klassischen Stromverbrauch zu Hause durch die eigene Solaranlage decken. Sie müssen nur noch 40% des Stroms zukaufen. Frage, wo kommt der dann her? Das wird dann Strom aus den Speichern, aus den Windkraftanlagen sein, den wir dann hier entsprechend zukaufen. Und dann haben wir hier unsere Energieversorgung gesetzt. Und 60% in Deutschland aus der Sonne für Heizung, wo im Winter gar nicht die Sonne scheint. Und das finde ich, das sind tolle Zahlen. Die haben wir simuliert, wir haben es auch gemonitort. Es gibt hier ein Haus Süden von Berlin, die genau diese CR-Zahlen auch erreicht haben. Also insofern, das ist technisch möglich. Und dann könnte man sagen, das ist doch super. Die Leute machen die Energiewende selber und das ist alles ganz toll. Was macht die Regierung? Sie führt eine Abgabe ein. Und zwar, wenn Sie jetzt eine Photovoltaikanlage bauen, die mehr als 10 Kilowatt hat, also größer als 60 Quadratmeter ist, dann müssen Sie eine Eigenverbrauchsablage zahlen. Das heißt also, wenn jetzt Bauer Müller seine Scheune voll macht hier und den Strom in der Scheune verwendet, dann wird er umlagepflichtig. Das heißt, er muss jetzt also EEG-Umlage bezahlen. Wenn Sie jetzt als großer Kraftwerksbetreiber in der Kantine oder auf dem Betriebshof Strom verbrauchen, dann ist das Eigenverbrauch im Kraftwerksbereich, der ist EEG-umlagenbefreit. Also wir haben damals gesagt, dann macht doch wenigstens die Umlage für alle, auch für die Kohlekraftwerke. Das wäre nämlich, wir haben es mal ausrechnet, 2 Milliarden Euro, die man dort als Umlage dann zahlen müsste. Die ist natürlich entnommen, das heißt, das zahlt der Bürger hier. Und es wird ja noch absurder, wenn Sie jetzt elektrisch heizen, was wir gesagt haben, was wir machen müssen, dann zahlen Sie eine Umlage. Wenn Sie Heizöl einkaufen, ist der weitgehend steuerfrei. Also das heißt, wir besteuern den eigenen Solarstrom in Deutschland und das importierte Erdöl wird weitgehend steuerfrei vergleichsweise gestellt. Das ist die Situation, die wir derzeit in Deutschland haben. Und da muss man einfach sagen, das ist absurd. Warum macht das die Bundesregierung? Es gab sogar schon Vorschläge, die gesagt haben, naja, wenn jetzt hier Oma Müller noch Solaranlagen macht, auch die muss Eigenverbrauchsabgaben zahlen. Warum? Weil sie macht sich ja unsolidarisch.
Weil der oben drüber hat keine Solaranlage und der muss ja jetzt dann alle Umlagen bezahlen, also für die Leitungen, für sonst irgendwas. Nur, wenn Sie jetzt eine Energiesparlampe einschrauben, dann brauchen Sie ja auch weniger Strom. Wenn der oben drüber keine Energiesparlampe hat, muss der auch Ihre Umlagen bezahlen. De facto müssen wir eine Steuer auf Energiesparlampen einbauen, das wäre also im Prinzip das Gleiche. Wenn Sie jetzt Fahrrad fahren und Ihr Auto abschaffen, wer bezahlt dann die Straßen? Also müssten wir dann eine Fahrradsteuer einführen und wenn Sie jetzt auf Ihrem eigenen Balkon Tomaten anbauen, muss man sagen, das ist schlecht für den Einzelhandel, Sie zahlen keine Mehrwertsteuer mehr. Also das heißt, auch hier müssten wir eine Steuer machen und dann muss man sich überlegen, ist das ein Land, in dem wir leben wollen, in dem solche absurden Regelungen gemacht werden? Und dann muss man einfach sagen, da müssen wir doch einfach mal das Stoppschild ziehen und sagen, nein, stoppen wir solche Entwicklungen, das wollen wir einfach nicht mehr und das ist wichtig, dass wir das machen. Ja, das heißt, die Verantwortung liegt bei uns. Das heißt, mit der aktuellen Energiepolitik sehe ich nicht, dass wir in Deutschland überhaupt eine Chance haben, annähernd die Klimaschutzabkommen einzuhalten. Das heißt, die Regierung hat den Klimaschutz aufgegeben. Wir Bürger müssen die Energiewende selber in die Hand nehmen, um die Lebensgrundlagen unserer Kinder zu erhalten. Und wir müssen den Klimaschutz zu einem wahlentscheidenden Thema machen. Das ist wichtig. Unter den Top 10 werden derzeit keine Umweltthemen für die nächste Bundestagswahl gehandelt. Und wenn die Bevölkerung es nicht will, wird die Regierung es auch nicht umsetzen. Deswegen gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, wo Sie jetzt einfach selber aktiv werden müssen. Das heißt, nur wenn wir wirklich alle hier im Raum und auch darüber hinaus was machen, haben wir eine Chance. Sie können auf grünen Strom umsteigen, ganz einfach. Gucken Sie im Internet zu wechseln, ganz einfach. Sie sparen eine Tonne CO2 sofort ein, wenn Sie sich einen vernünftigen Stromanbieter suchen, der hier keinen fossilen Strom hier mehr hat. Also das ist relativ einfach, kostet in der Regel sogar nicht mal Geld. Sie können elektrisch fahren, entweder so oder zwei Beinen, mit oder ohne Batterie oder mit dem Nahverkehr. Also das sind hier die Möglichkeiten, auch sehr einfach, da werden wir auch die Schadstoffe los. Also hier im Innenstadtbereich. Sie können klimaneutrale Heizungsanlagen einbauen, wenn Sie selber ein Haus haben. Wenn Sie zur Miete wohnen, ist das nicht immer ganz so einfach. Aber da kann man zumindest mal auch an den Balkon was hängen, wie wir vorhin gesehen haben. Wenn Sie ein Familienhaus haben, kann man hier Solaranlagen auch hier drauf hängen. Und ganz wichtig ist, dass wir die Populisten nicht laufen lassen. Also wenn Sie sich Donald Trump angucken, eine der ersten Amtshandlungen, die er gemacht hat, als er dann Präsident geworden ist, er hat die kompletten Klimaprogramme von Obama gelöscht. Und wenn Sie nach der Wahl Climate Change eingegeben haben, dann haben Sie hier gesagt, sorry, no results. Das heißt also, das ist natürlich, man kann das dann 2-3 Jahre wegleugnen, aber das Problem wird dadurch ja nicht gelöst, es wird nur jedes Jahr schlimmer. Deswegen müssen wir schauen, wir haben in Deutschland auch Parteien, die das ähnlich machen. Ich weiß nicht, ob Sie mal in das Wahlprogramm der AfD reingeschaut haben. Da sagt man also, Kohlendioxid ist gut für das Pflanzenwachstum und den Treibhauseffekt gibt es gar nicht. Also, wobei man da jetzt nicht nur auf der AfD rumhacken muss. Also, wenn Sie jetzt irgendwo bei der FDP, bei der CDU, SPD und selbst bei den Grünen schauen, also haben wir vorhin gesehen, wird das auch nicht genügend für den Klimawandel getan. Da wird zwar nicht der Klimawandel an sich geleugnet, aber man hat keine Maßnahmen dazu. Also, das ist auch nicht viel besser. Das heißt, dem müssen wir uns entgegenstellen, die Abgeordneten muss man stellen und deswegen ist es wichtig, den Protest einfach hörbar werden zu lassen. Und deswegen machen Sie doch einfach mal Klimawandel zum Thema. Wenn wir da genauso viel drüber reden wie über die Flüchtlingsfrage oder über andere Sachen, dann kann es doch einfach sein, dass es mal wieder in die Öffentlichkeit reingeht, den sozialen Netzwerk einfach im Internet mit den Leuten diskutieren, einfach auf der Straße, schon mal gehört, Treibhauseffekt, hier wird gleich wärmer, Regen steigt, also kann man doch schöne Themen machen. Und wenn Sie das wirklich schaffen, dann können Sie dann sagen, okay, wir haben es geschafft hier in Deutschland. Ich glaube schon, dass wir es in 20 Jahren schaffen können. Und wenn Sie mithelfen, dann können Sie Ihren Enkeln irgendwann mal dann erzählen, ja, ich war dabei ganz vorne und wir haben das dann geschafft. Also insofern stehen Sie auf, wir haben einen Planeten zu retten, machen Sie mit. Dankeschön.